Es ist ein spektakulärer Erfolg für die Leipziger Polizei, als sie im März 2015 den größten Fund aus Online-Drogengeschäften in Deutschland präsentieren kann. Die 360 Kilogramm Rauschgift waren für den Online-Shop bestimmt, den ein 20-jähriger Leipziger von seinem Jugendzimmer aus betrieben hat. Aus diesem Wohnblock in Leipzig-Godes heraus hat von 2013 bis 2015 ein junger Mann Deutschlands größten Online-Drogenhandel geleitet. Ein Jahr lang hat niemand etwas davon mitbekommen, nicht mal seine eigene Familie. Er verkaufte seine Drogen im Internet, anonym und doch für alle sichtbar. Für seine Kunden war er ein Held, für die Ermittler ein Straftäter, der gefunden und zur Verantwortung gezogen werden musste. Hier lebt der 19-jährige Maximilian S. mit seiner Mutter und seinem Stiefvater, als er 2013 seine Drogenplattform im Internet aufbaut. Wir besetzen ihn für die Rolle in diesem Film mit einem Schauspieler. Maximilian S. bleibt immer allein in seinem Zimmer. Die Tür ist stets abgeschlossen. Er hat einen Realschulabschluss, gilt aber als hochintelligent. Maximilian S. interessiert sich vor allem für Computernetzwerke, Webdesign und Programmieren. Das bringt er sich unter großem Engagement selbst bei. Der Perfektionismus, alles das, was er tut, zu perfektionieren, das zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Über eine Packstation bestellt sich Maximilian S. im Herbst 2013 ein Paket mit Kokain aus dem Ausland. Die Drogen will er aber nicht selbst konsumieren. Stattdessen will er sie mit Gewinn über das Internet weiterverkaufen. Intensiv informiert sich Maximilian S. über Drogenhandel im Internet, wie digitale Verkaufsplattformen aufgebaut sind und was sie erfolgreich macht. Sein Ziel? Er will eine eigene Plattform für Drogenhandel im Netz aufbauen, die erfolgreicher ist als die Konkurrenz. Alexander Kurzfeld hat sich intensiv mit den Mechanismen von illegalen Verkaufsplattformen im Darknet beschäftigt. Der große Vorläufer war sicherlich die Silk Road in den USA, beziehungsweise Serverstandort dann woanders. Und da werden sich viele orientiert haben am Geschäftsmodell, an den Erlösen. Das ist ja im normalen Netz ganz auffällig, dass eben zum Beispiel junge Startups kommen, die sagen, ihr wusstet noch gar nicht, dass wir das brauchen, aber wir brauchen es und wir geben nur die Infrastruktur rein. Wir arbeiten mit 5 Leuten und es reicht, um sehr viel Geld zu verdienen, weil wir praktisch diese Mittelstelle besetzen zwischen dem Erzeuger und dem Konsumenten. Sie fragen sich bestimmt, was die Schüssel mit den Zwiebeln neben mir soll. Dazu kommen wir noch. Die viel wichtige Frage ist doch, was gibt mir das Internet vor allem? Richtig. Anonymität. Im Dezember 2013 eröffnet Maximilian S. seine Plattform und nennt sie Shiny Flakes, glänzende Flocken. Zunächst verkauft er nur Kokain. Zusammen mit seinem Lieferanten weitet er das Angebot aber bald auf alle möglichen Drogen aus, außer Heroin. Shiny Flakes ist sowohl im klassischen Internet, auch Surface Web genannt, als auch im Deep Web zu finden, häufig auch Darknet genannt. Einer, der sich auf allen Ebenen des Internets bewegt, ist Polizeikommissar Patrick Hahn. Für die Zentralstelle Cybercrime des LKA Niedersachsen geht er auch im Deep Web auf Streife. Die verdachtsunabhängige Recherche ist in der Regel etwas, was wir zum einen zur Gefahrenabwehr betreiben oder eben auch zur Strafverfolgung. Man kann sich das vorstellen wie die Streifenfahrt im Internet. Wir sehen dort sehr, sehr viele Arten der Straftaten. Also das fängt an bei schlichter Beleidigung, geht hin zum Drogenhandel wie Rauschgift von einer Person zur anderen bis hin zu Schwerstkriminalität, sowohl im Clearnet als auch im Darknet. Es fängt an dann auch hier im Bereich des Waffenhandels und der Kinderpornografie. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Der Ermittler zeigt uns einige Seiten, auf denen Drogen zum Kauf angeboten werden oder Waffen bis hin zu Sturmgewehren zu haben sind. Die Bestellungen erfolgen anonym.
Die Bezahlung wird über digitale Währungen wie Bitcoins abgewickelt. Auf diesen Plattformen sind die Ermittler als ganz gewöhnliche Nutzer unterwegs. Letzten Endes wollen wir nicht auffallen, sodass wir uns dann eben auch entsprechend anpassen, so wie die anderen Nutzer eben auch agieren. Sei es von der Sprache her, wie die miteinander reden, bestimmte Szenebegriffe, die wir so einschlägig haben, die eignen wir uns natürlich auch an, sodass wir als Polizei so erstmal nicht zu erkennen sind. Viel der Kommunikation, die dort stattfindet, die wird verschlüsselt durchgeführt. Und auch im Rahmen der Technik passen wir uns natürlich an. Wenn bestimmte Kommunikationsmittel gang und gäbe sind, dann verwenden wir die genauso. Weil die Ermittler immer bestens informiert sind, ist ihnen auch Shiny Flakes nicht entgangen. Shiny Flakes ist uns schon sehr früh aufgefallen, alleine auch, weil er so gut aufgestellt war in verschiedenen Bereichen. Was Shiny Flakes besonders gemacht hat, war insbesondere die Bestellabwicklung, die er doch sehr zügig durchgeführt hat. Er hatte relativ große Mengen vorrätig gehalten, sodass auch dort größere Bestellungen möglich waren. Er hat darauf geachtet, seine Kunden mehr oder weniger auch zufriedenzustellen in dem Bereich. Und auch das haben wir mitverfolgt. Man muss dazu sagen, wir sind bundesweit zum Glück sehr, sehr gut koordiniert in dem Bereich, sodass auch, sobald es Ermittlungsansätze gab, die nach Richtung Leipzig führen, wir in dem Moment dann raus waren und wir auch wussten, dass dort Ermittlungen betrieben werden in dem Moment. Das Netz, in dem Maximilian S. unterwegs war, heißt Tor und ist keine Erfindung von Kriminellen. Vielmehr soll das Tor-Netz allen Menschen anonyme Kommunikation ermöglichen. Jens Kubizil hat über viele Jahre den positiven Nutzen des Netzwerks miterlebt. Ich habe über den Lauf der Jahre sehr viel Kontakt zu Journalisten aus aller Welt gehabt, auch zu Dissidenten aus aller Welt gehabt und habe dort zum Teil sehr drastisch auch erfahren müssen, was diese Menschen erleben müssen. Also ein Beispiel ist die sogenannte Grüne Revolution im Iran. Dort hat die Regierung versucht, herauszufinden, was die Dissidenten schreiben im Netz. Die haben die verhaftet, gefoltert und andere Sachen gemacht. Und Tor hat hier geholfen, dass sie sicher und anonym kommunizieren können und auch sich organisieren können. Jens Kubizil gehört zum Vorstand der Zwiebelfreunde, die als Verein Tor-Server betreiben. Der Verein setzt sich für Privatsphäre und freie Meinungsäußerung im Internet ein. Immer wieder werden sie von Ermittlungsbehörden um die Herausgabe von Verbindungsdaten gebeten, da Kriminelle über die Server der Zwiebelfreunde ins Tor-Netz gelangt sind. Doch Tor ist so aufgebaut, dass nicht einmal die Serverbetreiber die Anonymität der Nutzer aufdecken können. Das Tor-Netzwerk ist so konstruiert, dass jeder Server im Netz jeweils den Vorgänger und den Nachfolger sieht. Und so eine Verbindungsstrecke im Netz besteht aus drei Punkten. Wir als Zwiebelfreunde betreiben den Ausgangsserver. Das heißt, im besten Fall könnten wir ermitteln, wer sozusagen der Vorgänger ist, aber wir haben keine Rückschlüsse darauf, wer eigentlich in das Tor-Netzwerk hineingekommen ist. Wir würden es sehr begrüßen, wenn es keine kriminellen Handlungen im Netzwerk geben würde, aber es ist halt letztlich wie überall in der Welt. Es gibt Menschen, die haben kriminelle Absichten, die nutzen das Tor-Netzwerk genauso wie sie auch die Straße oder andere Sachen nutzen. So ist es auch bei Maximilian S. Er nutzt das Tor-Netzwerk, um im Deep Web seine Plattform Shiny Flakes aufzubauen. Deep Web, Darknet, Tor, das klingt alles so geheim, als ob nur Hacker das nutzen können. Aber Sie können es genauso wie ich. Es ist ein ganz einfacher Browser. Legal, ungefährlich zu installieren und in Minuten erledigt. Tor als Netzwerk bietet einfach die Möglichkeit, anonym im Netz unterwegs zu sein. Und wie? Kommen Sie mit? Tor steht für The Onion Router. Dabei ist der Name Programm. Das Netzwerk ist wie eine Zwiebel aufgebaut, in Schichten. Über den Tor-Browser wählt sich der Computer ins Netzwerk über einen zufälligen Server ein, die überall in der Welt verstreut sind. Von da aus geht's zum zweiten zufälligen Server, Schicht Nummer 2. Und von da aus zur dritten. Dann ist man im Tor-Netzwerk angekommen. Der Clou, weil sich die Tür hinter einem schließt, ist der ganze Weg ins Netzwerk nicht mehr nachzuvollziehen. Angekommen im Tor-Netzwerk ist man vollständig anonym. Und wo sind jetzt die ganzen Hacker, Online-Protokolle und grünen Zahlencodes wie in der Matrix? Schauen Sie, die Seiten sehen aus wie im Internet, das Sie alle kennen. Ach und übrigens, mit Tor können Sie auch Seiten aus dem normalen Internet öffnen. Vollständig anonym. Vorausgesetzt, Sie melden sich nirgends an, natürlich. Nach dem gleichen Prinzip werden auch die Kunden zu den Webseiten geschleust. Also ist sowohl der Weg ins Tor-Netzwerk als auch zur Plattform Shiny Flakes nicht zurückverfolgbar.
Dort können die Kunden dann mit Maximilian S. in Kontakt treten. Keiner weiß vom anderen, wer ihm gegenübersteht. Die Kunden bestellen ihre Drogen, zahlen mit Bitcoins und lassen sich die Pakete an Packstationen liefern, häufig mit gefälschten Adressen. Shiny Flakes ist für seine Kunden ein Amazon für Drogen. Maximilian S. lässt seine Lieferungen bewerten. Außerdem schickt er die Drogen an Labore, unter anderem in die Schweiz, die Qualität kontrollieren sollen. Hohe Qualität ist wichtig. Sie steigert seine Akzeptanz und damit den Erfolg. Denn auch im Darknet herrscht ein großer Kampf um die Kunden. Um die Nummer 1 zu werden, muss Maximilian S. die Regeln des Wettbewerbs beachten. Die Plattformen versuchen sich da zu überbieten. Es bestellt ja auch im Internet keiner Waren bei kleinen Netzwerken, wenn man zu Amazon gehen kann. Weil das natürlich so eine Form von, alle meine Freunde kaufen da und ich weiß, das kommt an und das ist sicher und das ist immer gute Qualität. Der junge Dealer achtet darauf, seine Spuren zu verwischen. Für die Gespräche mit den Lieferanten und seinem Kurier nutzt er viele verschiedene Telefone. Und nur den Kurier trifft er persönlich zur Übergabe neuer Ware. Maximilian S. will besser sein als die Konkurrenz. Er will Ansehen und Respekt für sein Projekt. Dass er dafür gefährliches Rauschgift verkaufte, war für ihn unerheblich. Da hat er überhaupt nicht, wahrscheinlich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht. Also ihn faszinierten einfach das, dass das funktionierte auf dem Web und dass er ja, Ruhm hatte. Shiny Flakes kommt bei den Kunden an. Im Dezember 2013 gestartet, entwickeln sich die Bestellungen im Jahr 2014 exorbitant. Sein Zimmer ähnelt eher einem Versandbüro als einem Jugendzimmer. Täglich packt Maximilian S. hier die Bestellungen zusammen, wiegt und zählt ab, frankiert und beschriftet die zahllosen Briefe und Pakete. Die Versandtaschen wirft er immer kurz vor der Leerung der Briefkästen ein. Um seine großen Mengen an Paketen zu verschicken, lässt sich Maximilian S. täglich mit einem Taxi zur Packstation fahren. Seine Lieferungen gehen in alle Welt, sogar in die USA, nach Australien oder Indonesien. Shiny Flakes bestimmt sein Leben. Doch Maximilian S. denkt, dass er alles im Griff hat. Weil es wie in manchen Fällen eben blutjunge Leute sind, denen vielleicht trotz aller Professionalität und Disziplin in gewisser Weise dieser Erfahrungshorizont fehlt oder die sich auch übersteigert als besser empfinden, die das eben besser machen können als andere, die aber irgendwann an denselben Punkt kommen, wo sie vielleicht überdrehen oder einmal, es reicht meistens auch so ein ganz kleiner Fehler. In dem Stress des Erfolgs unterlaufen Maximilian S. solch auf den ersten Blick kleine Fehler. Einzelne Sendungen sind nicht ausreichend frankiert, können also nicht zugestellt werden. Da Maximilian S. jedoch keine reale Absenderadresse angegeben hat, können die Sendungen auch nicht zurückgeschickt werden. In diesen Fällen ist es üblich, dass die Post, wie jeder andere Versender auch, dann das Paket oder das Päckchen öffnet, um zu sehen, ob es dort im Inneren vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte gibt, von wo dieses Paket verschickt worden ist, beziehungsweise an wen es gehen sollte. Und bei dieser Gelegenheit wurde natürlich festgestellt, dass sich in diesen Paketen Betäubungsmittel befanden. Nachdem also die Zahl der Pakete sich bundesweit häuften und man bei der Rückverfolgung feststellte, dass es hier offensichtlich jemanden gibt, der aus Leipzig oder Umgebung diese Pakete verschickt, haben sich die Ermittlungen dann hier auf diesen Bereich konzentriert. Doch nicht nur durch Hinweise stellen die Behörden Drogenschmuggel auf dem Paketweg fest. Der Zoll ist zuständig für alle Waren, die nach Deutschland kommen oder von hier in alle Welt verschickt werden, so wie die Drogen von Shiny Flakes. Post- und Briefsendungen werden von dem Zoll generell überall dort kontrolliert, wo sie aufschlagen. Also das kann an einem Flughafen sein, das kann sein, dass sie mit dem LKW nach Deutschland gebracht werden oder mit dem Zug. Aber es kann auch sein, dass ein Kurierdienst oder auch ein Fahrzeug, das gar nicht als solches gekennzeichnet ist, auf der Autobahn angehalten wird. Auch dann sind wir befugt, diese Sendungen zu kontrollieren. Auf all diesen Verkehrswegen setzt der Zoll speziell ausgebildete Drogenspürhunde ein. Die Hunde können große Mengen an Paketen in kurzer Zeit überprüfen. Dafür trainiert die Hundestaffel regelmäßig. Diese Übung ist im Alltag nachgestellt. Nur, dass bei dieser Übung wir gewiss sind, dass wir ein Paket für uns oder beziehungsweise für unsere Hunde präpariert haben, dass sie halt mit Erfolg aus dieser Übung rausgehen
um motiviert für die nächsten Tage auf Arbeit zu sein. Er wird sich auf jeden Fall erstmal interessiert an diesem Paket zeigen und wird dann durch das sogenannte passive Anzeigen wird er mir das zeigen. Und er verharrt mit seiner Nase an einer bestimmten Stelle. Wir nennen das das sogenannte Bannen bzw. Einfrieren. Und das ist für mich das Zeichen, dass ich da auf jeden Fall in diesem Paket nachschauen sollte, ne? Um da eventuell Betäubungsmittel festzustellen. Cannabisharz? Okay. Es ist ja nicht immer, dass wir nur diese Übung da 15, 16 Pakete haben. Es sind auch in der Schicht, sage ich mal, auf jeden Fall mehr. Es können 300, 400 Paketsendungen sein, die der Hund abzuspüren hat. Um die Motivation des Hundes hochzuhalten, wird er für das erfolgreiche Anzeigen direkt belohnt. Wenn die Hunde in den Paketen Drogen entdecken und auch in parallelen Stichprobenkontrollen, kommen an allen deutschen Flughäfen noch Drogendetektoren zum Einsatz. Uns wird dieses Gerät exklusiv zum ersten Mal vom Zoll präsentiert. Das Gerät wird am Flughafen eingesetzt, um, wenn Pakete zum Beispiel kontrolliert werden, ich nicht weiß, was für Stoffe in diesem Paket und in diesen Sendungen enthalten sind, die zu detektieren, um vielleicht mögliche Gefahren vorher schon auszumerzen, die dann vielleicht für die Kollegen dann gefährlicher werden können. Nachdem der Zollbeamte zu seinem Schutz noch Brille und Maske angelegt hat, öffnet er das Paket. Es wurde aus China verschickt und am Flughafen Leipzig aufgegriffen. Mit einem Laserstrahl kann er den Stoff von außen kontrollieren, ohne die Tüte öffnen zu müssen. Das erhöht die Sicherheit für die Beamten enorm. Nach wenigen Sekunden zeigt das Gerät ein Ergebnis an. Anhand der lasergestützten Messmethode, mit der Raman-Messmethode, ist jetzt herausgekommen, dass es sich um einen Stoff handelt, der in dem Gerät in der Datenbank eingespeichert ist. Das heißt, das Gerät erkennt diesen Stoff, den er detektiert hat. Und in diesem Fall ist es jetzt, der Klarname lautet 5F-MDMB-Pinaka. Und hinter diesem ganz wüsten, wirren Namen verbirgt sich letztendlich ein synthetisches Cannabinoid. Sollte der Laser kein eindeutiges Ergebnis liefern, bietet der Detektor noch mit Hilfe einer Infrarotmessung eine weitere Kontrollmöglichkeit, für die das Paket aber geöffnet werden muss. Diese zweite Messung bestätigt das Ergebnis. Funde wie das Paket aus China wandern in die Asservatenkammern des Zolls. Dort stapeln sich Pakete voller Drogen, illegaler Medikamente und Dopingmittel. Im Mai 2019 wurden bei einer Kontrolle in einem sächsischen Postverteilzentrum allein 75 Päckchen mit illegalen Medikamenten und Dopingmitteln vom Zoll beschlagnahmt. Verschickt wurden hier in dem Fall hauptsächlich Testosterone, also die unter das Dopingmittelgesetz fallen, und andererseits auch große Sendungen mit sogenannten Potenzmitteln. Für uns ist dann natürlich auch noch sehr wichtig, wenn wir hier uns die Menge der gelieferten Tabletten anschauen, dass hier natürlich die Vermutung zugrunde liegt, dass es sich um jemanden handelt, der das Ganze auch noch gewerblich weiterveräußert. Und dann befinden wir uns natürlich auch noch mal in einer ganz anderen Dimension bei der Bearbeitung. Bei seinen Kontrollen hat der Zoll allein am Flughafen Leipzig im Jahr 2018 über 1,5 Tonnen Drogen unter anderem aus Paketen beschlagnahmt. Doch die Folgeermittlungen gestalten sich für den Zoll häufig schwierig. Es gibt natürlich schon Feststellungen, Aufgriffe unsererseits, wo recht schnell klar wird, dass sich hier unbedingt weitere Ermittlungen anschließen müssen. Aus dem einfachen Grund, dass wir oftmals nicht auf den ersten Blick auch feststellen können, wo kommt die Ware wirklich her, wo sitzt der eigentliche Empfänger. Und das erfordert dann natürlich auch definitiv weitere und tiefgründige Ermittlungen. Insgesamt 23 unzustellbare Drogenpäckchen tragen die Leipziger Ermittler im Frühjahr 2014 zusammen. Und ihre Spur führt in ein Leipziger Postzentrum. Die Beamten finden heraus, dass all die unzustellbaren Pakete von einer speziellen Packstation aus verschickt wurden. Die Ermittler beginnen, die Packstation zu überwachen und stoßen so bald auf Maximilian S., wie er sich von einem Taxi mit Taschen voller Pakete zur Packstation fahren lässt.
Im Anschluss überwachen die Beamten auch das Wohnhaus von Maximilian S. Dort beobachten die Ermittler, wie der junge Mann einmal pro Woche größere Lieferungen vom immer gleichen Kurier erhält. Maximilian S. wachsen die Bestellungen auf Shiny Flakes Ende 2014 langsam über den Kopf. 16 Stunden täglich ist er damit beschäftigt, Päckchen zusammenzupacken und zu verschicken. Im Januar und Februar 2015 verschickt er mehr als 100 Bestellungen pro Tag. Denn neben der Seite im Tor-Netzwerk hat Maximilian S. Shiny Flakes nun auch für alle sichtbar im Surface Web aufgebaut. Die Website, die ist in Tonga registriert. Die Server, die stehen im Ausland. Die senden keine Informationen an staatliche Behörden aus dem Ausland. Auch für alle sichtbar bleiben ich und meine Kunden völlig anonym. Es gibt spezielle Länder, mit denen die Zusammenarbeit dann letzten Endes auch auf dem polizeilichen und auf dem politischen Weg angespannt sind, sagen wir mal so. Letzten Endes ist das aber auch kein Faktor, der uns komplett aus dem Spiel bringt. Bei ClearNet-Seiten ist es typisch, dass verschiedene Dienste da vorgeschaltet werden vor die Website, sodass wir nicht so einfach Server ermitteln können, die dort hinterstecken. Wir haben Zwischenserver, die da geschaltet werden, sogenannte Proxy-Server, die eben auch der Verschleierung dienen. Letzten Endes die Ermittlungen drumherum, wenn es nicht um technische Serverermittlungen geht, die sind schon sehr ähnlich. Mit Unterstützung vom Landeskriminalamt Sachsen tragen die Leipziger Ermittler ihre Informationen über Maximilian S. und Shiny Flakes zusammen. Im Februar 2015 zieht sich die Schlinge um Maximilian S. zu. Einige Kunden von Shiny Flakes werden unruhig, weil Pakete nicht oder nur verspätet ankommen. Man kann den Gründen des landgerichtlichen Urteils auch entnehmen, dass er selber zum Schluss von sich sagte, dass er Probleme hatte, diesen Riesenberg letztlich zu bewältigen, dass er schließlich überrollt wurde und einerseits auch nicht aufhören konnte, aber andererseits natürlich auch seinen eigenen Ansprüchen, zum Beispiel an eine schnelle und pünktliche Lieferung, nicht mehr nachkommen konnte, weil einfach zu viel an Bestellungen da war. Am 26. Februar 2015 bekommt Maximilian S. gegen 14 Uhr eine neue Lieferung, wie immer übergeben von seinem Kurier. Direkt nachdem sich der Kurier vom Übergabeort entfernt, schlagen die Beamten zu. Kurz darauf stürmt die Polizei auch das Zimmer von Maximilian S. Shit. Im Zimmer von Maximilian S. beschlagnahmen die Polizisten über 320 Kilogramm Drogen. Darunter 138 Kilogramm Ecstasy, 52 Kilogramm der Partydroge MDMA, 89 Kilogramm Haschisch und 37 Kilogramm Amphetaminpaste, 44.000 LSD-Trips, 4,4 Kilogramm Kokain, Crystal und Marihuana. Und das ist nicht alles, was sie in dem Zimmer finden. Es wurden damals ca. 50.000 Euro gefunden. Ansonsten konnte auf einem Konto, einem Bitcoin-Konto, konnten Bitcoins im Gegenwert von ca. 200 oder 220.000 Euro festgestellt werden. Neben dem Bitcoin-Konto entdecken die Ermittler noch weitere Datensätze auf dem Rechner von Maximilian S. Unter anderem eine Excel-Tabelle mit fast 14.000 Einträgen. Eine Liste über alle Kunden und ihre Bestellungen. Man konnte erkennen, wer was wann bestellt hat, wann die Lieferungen dann erfolgt sind und ob jemand bezahlt hat oder nicht bezahlt hat. Die man dann Stück für Stück wirklich ausgewertet hat, weil es ja dann auch im Nachgang noch zu weiteren Verfahren kommen sollte, nämlich hier gegen die Personen, die die Betäubungsmittel bestellt haben. Bis zur Pressekonferenz am 11. März 2015, als der Schlag gegen Shiny Flakes öffentlich gemacht wird, gibt es zahlreiche Razzien im ganzen Bundesgebiet. Außerdem kapert die Polizei die Webseiten von Shiny Flakes und macht dort nun Werbung für sich.
Am 25. August 2015 beginnt der Prozess gegen Maximilian S. vor der Jugendkammer des Landgerichts. In der Hauptverhandlung sagt Maximilian S. dann umfassend aus, räumt die Anschuldigungen ein und gibt Einblicke in seine Plattform. Es war natürlich auch so, dass was an Beweisen vorhanden war, war natürlich in dem Sinne auch erdrückend. Trotzdem kommt Maximilian S. zugute, dass ihm die abertausenden Verkaufshandlungen nicht einzeln, sondern als eine Tathandlung zur Last gelegt werden. Vor Gericht gibt seine Mutter an, von den Geschäften ihres Sohnes nichts mitbekommen zu haben, da er sich in seinem Zimmer abschottete. Ein psychiatrischer Gutachter bescheinigt Maximilian S., sehr intelligent zu sein, empfiehlt aber eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht. Das ist halt auch was damit zu tun, was heute der Gutachter sagte mit dem Retardierung und mit der Reifedefiziten. Am 2. November 2015 fällt das Urteil gegen Maximilian S. 7 Jahre Jugendstrafe. Außerdem muss er dem Staat 3 Millionen Euro zahlen für die Einnahmen aus seinen Drogengeschäften. Ansonsten spricht viel dafür, dass Geld, so auch das Landgericht in seiner Urteilsbegründung, nicht gefunden werden konnte. Das Landgericht hat deshalb auch einen sogenannten Verfall angeordnet in einer Höhe von 3 Millionen Euro. Das heißt, praktisch Geld, was bei ihm oder Vermögenswerte, die bei ihm mal festgestellt werden sollten, sind praktisch in dieser Höhe sozusagen schon jetzt mit der Beschlagnahme bedroht. Maximilian S. kommt zunächst in die Jugendstrafvollzugsanstalt Regisbreitingen. Später wird er in die JVA Waldheim verlegt. Doch besonders lang sitzt er nie in seiner Zelle. Die Gefängnisverwaltung hat alle Hände voll damit zu tun, seine vielen Termine zu organisieren. Denn Maximilian S. ist ein gefragter Zeuge. Aus der beschlagnahmten Kundenliste ergeben sich bundesweit 4.516 Strafverfahren. Rechtsanwalt Thomas Lösel hat ihn bei einem Prozess in Neumarkt in Bayern als Zeugen aufgerufen, um die Kundenliste als einziges objektives Beweismittel zu entkräften. Letzten Endes ist es dann der Vernehmung des Herrn Maximilian S. geschuldet gewesen, dass die Staatsanwaltschaft keinen Beweis für die Schuld des Mandanten hatte und dass deswegen das Verfahren dann eingestellt wurde. Deutschlandweit bewerten die Gerichte die Bestellliste ganz unterschiedlich, von Freisprüchen bis zu Verurteilungen. Maximilian S. als Quelle dieser Liste fährt während seiner Haftzeit als Zeuge von einem Prozess zum nächsten, jeweils im sogenannten Schub. Es sind über 4000 Busse mit festen Buslinien, die in festen Linien von JVA zu JVA fahren. Und dann werden sie eben nicht von ihrer JVA gleich zum Gerichtsort gefahren, sondern die fahren turnungsmäßig zur nächsten JVA, sitzen dort notfalls 3-4 Tage in der Schubabteilung, bis turnungsmäßig nach festem Fahrplan sie wieder in die nächste JVA in die Nähe ihres Gerichtsorts und von dort dann zum Gericht gebracht werden. Das heißt quasi über eine einfache Fahrtdauer von 1,5 Stunden von der JVA zum Gericht kann bei einer solchen Sache durchaus auch mal 2-3 Wochen werden. Shiny Flakes war nicht die einzige erfolgreiche Plattform im Darknet. Doch Maximilian S. erwischte es wie seine Vorgänger und seine Nachfolger. Trotz aller Professionalität, Verschleierung und vermeintlicher Anonymität landen sie irgendwann im Gefängnis. Letztendlich, wenn man sich anguckt, dass diese Netzwerke immer wieder am Schluss zerstört werden und einzelne Betreiber sehr lange ins Gefängnis gehen. Aber das verliert man, glaube ich, aus den Augen, wenn man einfach in einer Woche 50.000 Euro und mehr macht, was man in einem normalen Job nie verdienen würde. Im Februar 2019 wird Maximilian S. vorzeitig aus seiner Jugendhaft entlassen. Doch nach wie vor schuldet er dem Staat 3 Millionen Euro. Das war die Spur der Täter für diesmal. Wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch, 21.15 Uhr, mit einem neuen spannenden Fall. Sie können sich diese und andere Folgen auch in der MDR-Mediathek anschauen. Und die Spur der Täter können Sie jetzt auch als Podcast verfolgen, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen.